Gibt es einen edlen Grund für einen Betrug an nahen Menschen, an Vertrauenspersonen, an Sittenwächtern, an seinem Kind, an sich selbst? Gibt es mindernde Umstände für eine klare Lüge, wenn es um eine Lebensrettung geht? Kapitel 4: Die ernsthafte Unterredung. Und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate. Danach kehrte sie wieder heim. Lukas, Kapitel 1, Vers 56. Maria verbrachte bei Zacharias beinahe schon den ganzen 3. Monat. Sie wunderte sich selbst, als ihr diese Tatsache einmal bewusst wurde. Sie hätte Jerusalem schon längst verlassen sollen, doch sie hoffte immer wieder auf das Wiedersehen mit Kaiphas. Tagtäglich gab es viele Gründe zu spüren, dass ihre Anwesenheit der rundlich gewordenen Elisabeth bei weitem nicht mehr so angenehm war wie am Anfang und dass Marias zu langer Aufenthalt unter diesen Umständen auch den Zacharias bestimmt wunderte. Doch zu ihrer Abreise konnte sich Maria, ohne die Gelegenheit gehabt zu haben, mit Kaiphas einmal zu sprechen, noch nicht entschließen. Eines Morgens gingen beide Gefährtinnen zusammen spazieren. Sie schritten am Tempelbezirk und an den römischen Regierungsgebäuden vorbei. Hinter dem Stadttor bogen sie zum Gänsebandschen Garten ein und setzten dann ihren Weg zum Fuß des Olivetschen Berges bis in das Tal Jehoschafat fort. Dichte Olivenhaine summten in schwachen Böen des warmen Windes von der Küste und einzelne Tamariskenbüsche dufteten berauschend in der frischen Luft. Beide Frauen spürten die unausgesprochene Spannung zwischen ihnen. Sie spazierten schweigend. Keine von ihnen wollte den Zustand des Waffenstillstands als die erste brechen, obwohl beide wussten, dass dieser Zustand auf die Dauer unerträglich war. Eine lange und klärende Unterredung war schon längst überfällig. Die reifere Elisabeth beschloss endlich, diese Last als erste auf sich zu nehmen. Meine liebe Maria, so geht es zwischen uns nicht weiter. Ich liebe dich, Maria, glaube mir. Doch unsere ewigen Streitigkeiten für jede Kleinigkeit machen mich krank. Maria, vertraue mir, schimpfe mit mir, aber sprich mit mir. Ich weiß, dass du große Sorgen hast. Vielleicht kann ich dir helfen. Wollen wir das zusammen nicht nochmal versuchen? Was hast du? Maria erblasste und starrte eine Weile vor sich hin. Dann drehte sie sich zu ihrer Freundin und sprudelte all das, was sie bedrückte, leidenschaftlich aus sich heraus. Na gut, Elisabeth, wenn du es wissen willst, wirst du es erfahren. Aber du weißt sicher Bescheid über mich. Ich habe es erkannt, stell dich nicht so. Jawohl, ich liebe den Kaiphas, jetzt ist es raus. Jetzt weißt du, was du immer wissen wolltest. Sage nicht, dass ich dir ihn geraubt habe, denn du hattest kein Recht auf ihn. Besinne dich, Elisabeth, du glücklich verheiratete Frau, du baldige Mutter deines eheligen Kindes. Bei mir ist es anders. Ich bin frei, jung, ledig, frei, ich darf ihn lieben. Maria holte tief Atem und setzte fort. Du hast versucht, unsere Begegnungen zu vergiften mit deiner Eifersucht, nicht wahr? Doch diese deine Rechnung ging nicht auf. Elisabeth, du arme Elisabeth, deine Mühe war vergeblich, denn du weißt etwas nicht, was dich jetzt verletzen wird. Wir, ich meine ich und Kaiphas, wir haben unsere Liebe schon erfüllt, noch bevor du deinen Verdacht geschürt hattest. Deine Mühe war also umsonst. Elisabeth verlor den Boden unter ihren Füßen. O Maria, Maria, was hast du getan? Schrie sie weinend auf. Auch Maria brach in einen Weinkrauf aus. Sie umarmte Elisabeth und sagte entschuldigend: Verzeih mir, Elisabeth, ich wollte nicht so hart zu dir sein, aber versteh mich, ich habe das Recht auf den Kaiphas, nicht nur, weil ich für ihn ganz frei bin, sondern
sondern weil ich ein Kind von ihm erwarte. Ein Kind, hörst du, ich kriege von ihm ein Kind. Jetzt darf er mir nicht mehr ausweichen und darf uns nicht im Wege sein. Jetzt weißt du, warum ich ihn so dringend sprechen muss. Elisabeth sprang wieder auf. Du Unglückskind, wie kannst du nur so sicher sein, dass du schwanger bist? Hast du dir nur eingeredet aus deiner Verzweiflung, nicht wahr, Maria? Tröste dich nicht, Elisabeth, ich weiß es sicher und bin deshalb froh. Schon zweimal sind meine Tage ausgeblieben. Jeden Morgen fühle ich schreckliche Übelkeit, die ich nie zuvor kannte. Mein Unterleib fühlt sich wie angeschwollen und meine Brüste sind so empfindlich geworden. Das kann nur vom Kind kommen. Ich kenne es. Ich habe es bei meinen Freundinnen in Nazareth schon mehrfach gesehen. Viele haben ähnliche Anzeichen gehabt. Maria, Maria, jammerte Elisabeth, bitte schwöre, dass du das, was ich dir jetzt sage, mit keinem Wort, hörst du, mit keinem Wort verraten wirst. Es fällt mir nicht leicht, dir so etwas sagen zu müssen, aber du hast das Recht, es zu wissen. Du musst es wissen, aber es ist mir sehr bange dabei. Maria, schwöre, schwöre, dass du es nur für dich behältst. Übrigens, ich werde es immer und jedem gegenüber bestreiten, falls du dein Wort brichst. Maria nickte fassungslos. Maria, meine arme Maria, es ist so verrückt, verrückt. Ich habe mein Kind ebenfalls vom Kaiphas empfangen. Verstehst du, was das bedeutet? Wir beide tragen halbe Geschwister unter unseren Herzen. Es ist etwas von vor 7 Monaten passiert. Du weißt, ich wollte so sehr ein Kind haben. Und mein Mann, er ist sehr alt und krank. Wir kamen nicht mehr zueinander, schon seit Jahren. Er betete und betete, aber sonst nichts, verstehst du, was ich meine? Ich versuchte, mich durch seine Freunde und Feste abzulenken und hat sicher selbst nicht gedacht, dass ich ihn. Denn Kaiphas war so einfühlsam zu mir. Er war ein echter Freund, wirklich. Er hat mir damals so geholfen. Wir waren fast wie ein Bruder und Schwester vertraut. Er kannte alles, alles, alle meine Wünsche, Ängste und dann ist es einfach über uns ergangen. Es war stärker, als dass wir es hätten verhindern können. Und er ist auch nur ein Mensch. Jeder Mensch ist unvollkommen, auch ein Priester. Unser Fleisch ist so schwach und sündig. Damals ist es passiert. Mein Mann weiß von nichts. Er ist vor Glück außer sich. Er glaubt, dass er sich das Kind tatsächlich durch seine Frömmigkeit erbettete. Maria war wie vom Donner gerührt. Elisabeth setzte fort. Ich brachte deswegen schon viele Opfer zum Tempel. Ich hoffe, der Gott wird mir vergeben. Aber lass uns jetzt vernünftig überlegen, Maria. Ich brauche, um meine Zukunft nicht zu fürchten. Ich lebe in einer gesicherten Ehe mit einem Mann, der mich über alles liebt. Und ich weiß, dass Zacharias ein sehr guter Vater meines Kindes wird. Wie viele Väter auf der Welt haben keine leise Ahnung, wessen Kind sie in Wirklichkeit erziehen. Trotzdem werden solche Kinder ihre echte Liebe zu Hause haben. Es ist ja für den armen Zacharias wirklich wie ein Geschenk Gottes, sonst ginge sein Lebenswunsch, Vater zu werden und einen Erben zu haben, der seinen Priesterberuf fortsetzen wird, niemals in Erfüllung. Doch was wirst du anfangen, mein Kind? Du hast dein Leben verdorben. Du wirst als Dirne beschimpft und von allen verachtet werden. Kinder werden dich mit Steinen bewerfen und deine Eltern werden dich verfluchen. Die ganze kleine Stadt Nazareth wird sie auslachen. Kein Mann wird sich zu dir anders als zu einer Hure nähern. Du hast dich um deine Zukunft beraubt, Maria. Was sage ich denn deinem Vater? Ich verurteile dich nicht, mein Kind. Ich kann dich mehr verstehen als jede andere auf dieser Welt. Ich kann dir auch verzeihen, dass du mit dem Kaiphas, denn auch ich bin seiner Liebe verfallen. Doch wir müssen jetzt für dich eine Lösung finden.
Meinst du, dass es nicht Kaiphas-Sache ist, mir die nötige Ehre zu geben? Erwiderte Maria. Warum könnte ich nicht seine Frau werden? O Maria, Maria, wie töricht bist du! Du kennst den Kaiphas nicht. Ihr habt ein paar schöne Stunden gehabt, vielleicht, aber das ist auch alles. Wer wird dir das bezeugen, dass er der Vater deines Kindes ist, wenn dies alles so insgeheim passierte, dass nicht mal ich einen Verdacht schöpfte? Der Kaiphas ist ein kluger Mann, ein sehr gebildeter Mann, ein sehr charmanter Mann, der auch sehr nüchtern denken kann. Ich kenne ihn besser als du, Maria. Ich weiß, dass er seine Fähigkeiten einsetzt, um seine steile Karriere aufzubauen. Und Karriere bedeutet für ihn Reichtum, Achtung und ein angenehmes Leben bis ans Ende seiner Tage. Maria, hast du schon gehört, dass sogar bei dem Hohepriester Hannas die Türe seines Hauses für Kaiphas als den einzigen jederzeit offen ist? Warum wohl? Der Hannas hat nämlich eine Tochter. Und diese Tochter ist ebenfalls frei und ledig und jung wie du. Du bist vielleicht etwas schöner als sie, aber was bleibt von der Schönheit im Laufe der Zeit? Ich weiß es bereits, Maria, nichts. Glaube mir, nichts. Nach wenigen Jahren, vielleicht sogar gleich nach deinem ersten Kind, wirst du dick und müde werden und so wirst du deinen einzigen Vorteil verlieren, den du heute hast. Und was dann? Du bist nicht mal wohlhabend, Maria. In Nazareth vielleicht, aber hier in Jerusalem, hier zählen andere Maßstäbe als in deinem Dorf. Da hat Hannas Tochter viel mehr zu bieten als du. Ihr Vorteil, reich und mächtig zu sein, wird sich im Laufe der Zeit sogar noch vermehren. Man sagt, dass Kaiphas bereits offen um ihre Hand angehalten hat. Angeblich soll es sich dabei um eine ganz feste Abmachung handeln. Kaiphas wird deinetwegen sein Wort nicht zurücknehmen. Das würde seinen Ruf und seine glänzende Zukunft ruinieren. Aber seine Liebe, Elisabeth, das kann ihr nicht glauben. Wie kann er sie heiraten ohne Liebe? Widersprach Maria. Mein armes Kind, glaubst du wirklich, dass du für ihn die Einzige bist? Wer sagt dir, dass er sie nicht auch liebt? Aber viel wichtiger für ihn ist, dass er durch diese seine Verbindung ganz sicher früher oder später zum Nachfolger des Hannas werden wird. Er werde selbst zum Hohepriester aufsteigen, du naives Kind. Er hatte die Möglichkeit und den Ehrgeiz, der mächtigste Mann zu werden. Das ist der Höhepunkt, den er als Mann seiner Geburt überhaupt erreichen kann. Und noch wichtiger ist es, dass er ein sehr guter Priester ist. Du kennst ihn gar nicht. Du hast ihn im Zustand einer seiner Schwächen kennengelernt, aber das ist nicht sein wahres Gesicht. Er arbeitet und lebt nur für seinen Beruf. Das Priestertum in der heutigen Zeit ist vielen bösen Einflüssen ausgesetzt. Und Kaiphas hat den Wunsch, den Glauben zu festigen. Das ist seine wahre Berufung, du armes Kind. Der Hannas hat es erkannt und nur deswegen wählt er gerade ihn als seinen möglichen Nachfolger trotz seiner 5 Söhne. Hannas opfert zu diesem Zwecke vielleicht auch seine einzige Tochter, um dem Kaiphas den Weg zu Einfluss zu ebnen. Es werden hohe Erwartungen und Hoffnungen bis in die höchste Gesellschaft in Kaiphas Person gelegt. Und du, Maria, du kommst jetzt zu so einem Mann mit einer unbedeutenden Nachricht von deinem Kind und wirst von ihm erwarten, dass er alles das, wofür er bisher gekämpft hat und was er erreicht hat und noch erreichen kann, nur für deinen geschwängerten Bauch preisgibt. Er kann dich nicht heiraten, Maria. Auch wenn er wollte. Er hat eine für alle Israeliten viel wichtigere Aufgabe zu erfüllen. Die Glaubenserneuerung ist seine Berufung. Nein, Maria, du hast dein Leben verdorben. Du darfst nicht mehr nach Nazareth zurück. Du wirst dort alle nur Unglück bringen. Jedes Wort Elisabeths war wie ein Hammerschlag für die bedrückte Maria. Umso mehr, dass sie wusste, dass Elisabeth die Wahrheit sprach. Ich will nicht mehr leben, Elisabeth. Ich darf kein uneheliches Kind in die Welt setzen.
Meine Eltern dürfen so etwas nie erfahren. Das wäre ihr Tod. Am liebsten möchte ich mich sofort umbringen, aber auch das kann ich jetzt nicht tun aus Rücksicht auf mein Kind. Oh, ich Unglückliche. Es gibt keinen Ausweg für mich. Ich verlasse meine Eltern, mein Haus, meine Freunde, mein Nazareth und werde ganz allein mein Kind erziehen. Ich werde nur in der Erinnerung an Kaiphas leben und nur für die Hoffnung, dass er wenigstens ab und zu doch einen Weg zu uns findet. Oh, ich habe meine lieben Eltern umgebracht. Aber geh, du gutes Närrchen, streichelte sie ihre vernünftigere Freundin. Es gibt immer einen Ausweg. Du hast jetzt deine Aufgabe zu erfüllen. Du wirst Mutter. Du hast ein neues Leben geschenkt. Dies geht nicht ganz ohne Gottes Willen. Vielleicht kann dich das etwas trösten. Du darfst jetzt nicht an dich, sondern ab jetzt nur an dein Kind denken. Du musst versuchen, ihm sein Schicksal des uneheligen Bastards zu ersparen. Du möchtest doch dein Kind glücklich sehen, nicht wahr, Maria? Es ist sonnenklar, dass du heiraten musst, entschied Elisabeth fest. Du musst heiraten, und zwar sofort. Du hast keinen Tag zu verlieren. Du musst die Zeit nutzen, solange keiner dir etwas anmerken kann. Nur das und nichts anderes wird dein Ausweg aus der demütigenden Lage werden. Überlege nicht lange, Maria. Ich kann unmöglich eine Lösung finden, Elisabeth. Ich sehe keinen Ausweg. Ich habe doch keinen anderen Mann als den Kaiphas kennengelernt. Nichts ist unmöglich, Maria. Wenn du schon den Kaiphas nicht haben kannst, müssen wir für dich schnell einen anderen Bräutigam ausfindig machen. Hast du im Nazareth keinen Verehrer? Doch, den Josef, einen Witwer, aber das war nichts Ernsthaftes damals, nur ein Spiel. Liebt er dich, Maria? Das schon, aber ich... Kein Ich, Maria. Denke nur an dein Kind. Kann Josef ein guter Vater werden? Das schon, aber es wäre nicht ehrlich von mir. An die Ehrlichkeit hättest du früher denken sollen, meine Liebe, warf ihr Elisabeth vor. Glaube mir, Maria, das Leben ist nicht so einfach, wie du es bisher kennst. Man muss es leben, so wie es kommt. Manchmal rau und gnadenlos, dann wieder freundlich und Glück bringen. Genauso musst auch du werden, um zu überleben. Hättest du den Josef sonst geheiratet? Nie im Leben, Elisabeth. Es hat mir nur einen Spaß gemacht, ihm den Kopf zu verdrehen. Es war nichts Ernsthaftes zwischen uns. Na siehst du, Ehrlichkeit, Unehrlichkeit. Der Josef verehrt dich, er liebt dich und so wird er glücklich, dass du zu seiner Frau wirst, die er sonst nie bekommen hätte und dass du ihm ein Kind schenkst. Vielleicht würde er dieses Geschenk gerne machen, auch wenn er es wüsste. Aber ich rate dir, sage es ihm lieber nicht. Hüte die Ruhe seiner Seele, riskiere nichts. Nimm diese deine Heirat mit Josef wie eine Art deiner Buße. Es geschieht nicht für dich, sondern zum Wohle deines Kindes, zum Wohle deiner Familie und schließlich auch zum Wohle des Kaufers. Elisabeth war mit dieser ihrer Lösung offensichtlich sehr zufrieden. Ja, das ist der Preis, Maria, das ist der Preis. Der Witwer Josef bekommt dich und dein Kind bekommt den Vater. Maria schwieg und dachte über diese Argumente Elisabeths nach. Wenn du verheiratet bist, kannst du vielleicht den Kaiphas ohne Gefahr für euch beide nochmal sehen. Oder glaubst du, dass sich ein künftiger Hohepriester eine belastende Beziehung leisten kann? Aber falls du ihn wirklich liebst, musst du auf ihn verzichten. Eine Liebe bedeutet das Geben und nicht das Nehmen. In Marias Kopf drehte sich alles durcheinander. Glaubst du, Maria, dass du die einzige Frau bist, die ein fremdes Kind zur Welt bringt? Du kannst sicher sein, dass sich jeder Mann an das Kind gewöhnen muss. An das eigene genauso wie an das Fremde. Nur die Mutter bekommt gleichzeitig mit der Geburt ihres Kindes auch ihre Liebe zu ihm geschenkt. Aber ein Mann wird nie zum Vater geboren. Er muss zum Vater erst werden. Übrigens, Maria, du kannst dem Josef noch viele seiner eigenen Kinder schenken.
so bezahlst du ihm deine Schuld mehrfach zurück. Und auch die Eheleute müssen sich erst aneinander gewöhnen. Die erste Liebe verflüchtigt sich allzu rasch. Das, was bleibt, muss festere Grundlage haben. Und das bringt nur die Zeit des gemeinsamen Lebens. Ein kleines, sicheres Glück ist auch für dich besser als nur eine Hoffnung auf etwas nicht Erfüllbares. In diesem Augenblick musst du eine schwere Entscheidung treffen. Maria, du bist jetzt kein Kind mehr. Du bist jetzt eine erwachsene Frau. Im Leben kommen manchmal Situationen, auf welche dich deine Erziehung nicht vorbereitet hat, in denen du dich voll und ganz nur auf deinen Spürsinn verlassen musst. Maria, du bist jetzt verpflichtet, wie eine reife Frau zu denken. Jetzt ist möglicherweise die wichtigste Stunde in deinem Leben gekommen. Solche Augenblicke gibt es häufig nur einmal im Leben. Und ein solcher Augenblick ist gerade jetzt gekommen. Es muss dir bewusst werden, dass je nachdem, wie du dich in diesem Augenblick entscheidest, dein Leben seinen unwiderruflichen Lauf nimmt. Du wirst nichts von deiner heutigen Entscheidung mehr zurücknehmen können. Deine Entscheidung wird dir zum Schicksal. Dein Schicksal kannst du nur jetzt und dann nie wieder beeinflussen. So überlege gut, Maria, mach keinen Fehler. Die Folgen werdet ihr, du und dein Kind, ab nun für immer selber tragen müssen. Maria traf ihre Entscheidung noch an diesem Tag. Sie packte ihre Sachen ein und gleich am nächsten Morgen verabschiedete sie sich von dem alten Zacharias und der wieder lieb gewordenen, hochschwangeren Elisabeth, die ihr noch lange nach ihrer Abreise nachdenklich nachschaute. Maria brach auf. An dem gewöhnlichen Sammelplatz der nazarätischen Kaufleute am Ölberg vor dem Tore Jesurelens fahren sie einige bekannte Männer aus ihrer Stadt. Sie nahmen sie bereitwillig des hübschen jungen Mädchens an. Unterwegs versuchten sie vergeblich, die Maria zum Lachen zu bringen. Ihre Witze und Scherze fielen auf unfruchtbaren Boden. Die Mauldrescherei der sorglosen, lebenslustigen und frohen Menschen kam der Maria bedeutungslos, langweilig und nichtig im Vergleich zu dem, was ihre Seele belastete, vor. Die Maria kehrte nach Hause zurück. Es kehrte ein ganz anderes Mädchen zurück als das, was noch vor 3 Monaten das Städtchen Nazareth verlassen hatte. Zurück kam eine vorzeitig gereifte Frau.